Wir treffen uns dann immer alle zusammen und gehen meist in Café, weil es ein bisschen angenehmer ist, als irgendwie das Ganze zu Hause zu machen. Und jeder nimmt sich seine Kommentare mit, die er cool fand, und bringt die ein. Und dann ist es so ein bisschen so, ich will das, ich will das, ich will das. Was passt am besten zusammen? Dann haben wir immer unseren Mini-Laptop noch mit bei, mit allen Kommentaren, die es gibt. Das sind dann meist so 20.000 bis 30.000 und suchen dann halt immer direkt, okay, wir haben jetzt den und den Handlungsstrang, brauchen davon noch was. Dann suchen wir was, das passt da rein, und so baut sich so die ganze Story zusammen. Dann ist natürlich immer super wichtig, das Ganze dramaturgisch zu sehen, zu sagen, okay, warum macht der das? Warum sollte jetzt das und das passieren? Und wie kriegen wir dieses und jenes Monster rein und können das logisch begründen irgendwie? Weil es macht keinen Sinn, irgendwas zu zeigen, und dann kommt es nie wieder vor und macht eigentlich nur Verwirrung in der ganzen Geschichte. Und ja, von daher ist das, glaube ich, so dieses logische Zusammenknüpfen der Kommentare so das, was am längsten dauert und was dann wirklich so dieser Ideenpool, den wir zusammen erstellen, irgendwie ausmacht. Wenn wir das dann alles fertig haben, habe ich mir meine Notizen gemacht in mein super cooles Tube Clash Buch. Während alle reden, mache ich mir Stichpunkte und dann schreibe ich daraus das Skript. Das dauert dann circa 6 bis 9 Stunden, tatsächlich ein so ein Skript zu schreiben, einen Rohentwurf, und gehe mit dem dann rüber ins Office. Da treffen wir uns dann alle wieder und besprechen das Skript, gucken, welche Szenen neu geschrieben werden müssen, ob das so geht. Und wenn das alles in Sack und Tüten ist, kriegt Ali das und macht dann die Nacht über das Storyboard. Also die Storyboards müssen meistens über Nacht gemacht werden, weil die Story erst um 23 Uhr, also beziehungsweise das Skript meistens um 24 Uhr fertig ist. Und um 8 Uhr werden dann die Takes angefangen. Das heißt, das Storyboard muss da sein, damit auch verstanden wird, wo wer im Bild ist, beziehungsweise in welcher Emotion die sind. Also das Storyboard, das wir hier haben, ist kein richtiges Storyboard, es ist mehr eine bebilderte Einstellungsliste. Bei einem richtigen Storyboard ist es der Bewegungsablauf, der skizziert wird, und bei unseren Storyboards ist es tatsächlich so, wer gerade im Bild ist, was gerade alles zu sehen ist. Und eine Seite hat im Schnitt ca. 7 bis 8 Storyboard-Bilder, manchmal sind es 12, manchmal sind es nur 5, aber so im Schnitt sind es 7 bis 8 Storyboard-Bilder. Besonders achte ich darauf, dass die Emotionen ungefähr die sind, die ich mir da so vorgestellt habe, während ich das Skript gelesen habe, beziehungsweise manchmal habe ich auch gar nichts im Kopf und dann muss ich mir was ausdenken, und das macht schon viel aus, weil ich habe so das Gefühl, dass die dass Kostas und Miriam und alle anderen eigentlich, also auch die Sprecher, dass die sich sehr stark von dem beeinflussen lassen, wie die Figuren auf den Storyboards gucken und welche Körperhaltung sie haben. Dass das halt sehr viel ausmacht so von dem, was die Leute grundsätzlich von den Figuren annehmen, wenn sie anfangen, an denen zu arbeiten. Ja, also es ist so, das Erste, was wir machen, wenn es um die Story geht, ist den Münzwurf. Weil wir wissen müssen, wer rausfliegt, ne? Miriam kriegt dann immer einen halben Nervenzusammenbruch, weil sie irgendwie diese Spannung überhaupt nicht ertragen kann. Und dann fangen wir an, so Kommentare zu suchen, weil wir Kommentare brauchen, um uns zu orientieren, was jetzt in der nächsten Folge passieren soll. Und das ist schon geil, weil wir, glaube ich, so bei jeder Folge, wie viel? So 55.000 Kommentare oder so? Ja, schon, ne? Also es ist schon immer echt krass. Noch mehr. Aber manchmal fragt man sich echt so, was geht mit den Leuten ab? So, also hier, dann sind so Kommentare da drin. Ich hatte zum Beispiel letztens einen, es wäre cool, wenn dieses Vlog von irgendwas runterfällt. Und du sitzt dann echt so, erstens ist das Vlog nicht da und dann, ja. Also richtig krass so. Und dann, also es ist so, manche Kommentare sind halt richtig geil so, aber man muss schon suchen, weil es echt so eine richtig krasse Masse an Kommentaren ist. Und es sind so viele Sachen, die so super offensichtlich sind. Also, so krasse Handlungsstränge wie, wir wollen, dass Hand of B sich streitet, oder keine Ahnung, der Akinator soll vorkommen. Das findest du halt 100.000 Mal, weil es so die krassesten Merkmale sind. Aber ich frage mich immer, okay, was passiert, wenn wir das gemacht haben? Okay, jetzt haben wir den Akinator und jetzt kommen keine Kommentare mehr zu Concraft oder wie so, weißt du? Aber manche sind echt ganz cool. Mhm. Ja, eigentlich kommt es auch oft vor, dass wir auch schon im Voraus uns was überlegen haben, und dann finden wir auch manchmal Kommentare, wo die Leute wirklich genau dieselbe Idee hatten wie wir, und dann nehmen wir die auch noch zusätzlich gerne dabei, weil
ist ja auch cool zu sehen, dass man zusammen mit den Zuschauern irgendwie indirekt auf die Idee gekommen ist. Der Grund, warum das tatsächlich so lang dauert, so ein Skript zu schreiben, ist nicht, weil es so schwer ist, sich das jetzt alles auszuformulieren, sondern dass ich immer, wenn ein YouTuber kommt, mir 1000 Videos von ihm angucken muss, um zu wissen, wie würde er das jetzt sagen, wie würde er sich verhalten. Dann natürlich immer guck in den Kommentaren parallel noch so, wenn er jetzt was sagt, könnte ich einen Insider bringen, den ich vielleicht nicht kenne, aber ein Fan schon in die Kommentare geschrieben hat. Das heißt, es ist immer so ein Spagat zwischen 3 Videos gucken, 3000 Kommentare durchschauen und dann einen Satz schreiben. Und so geht das ewig und zieht sich ewig, aber ich glaube, das ist auch das, was nachher das Skript ausmacht, dass es so vollgeladen mit Insidern ist und halt auch diese Masse an Kommentaren und von den Zuschauern halt mit reinpasst. So. Scheiße, aber. Aua. Oh, ich hab den Nacken für eine Kuh. Mach meine Strumpfhose nicht kaputt. Jetzt darf.